Meta bedient weltweit ca. 3,5 Milliarden Menschen mit den Produkten und Dienstleistungen, die Meta anbietet, und mehr als 200 Millionen Firmen. Das geht manchmal auch unter, wie viele Firmen eigentlich die Plattform der Meta benutzen. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute haben wir ein besonders spannendes Thema, nämlich Meta. Ich habe mir Bahram Assadollahzadeh in meinen Podcast eingeladen. Er wird uns die Vorzüge und Nachteile dieses Wertes erklären und wir werden eine intensive Diskussion darüber führen, wie man aktuell Meta sehen sollte. Ich freue mich, Bahram, dass du heute wieder Gast bei unserer Sendung bist. Erzähl doch mal ein bisschen für Leute, die die erste Sendung nicht gehört haben, die wir im Dezember gebracht haben über HelloFresh. Was macht Richtwert Capital und was machst du? Ja, hallo Rainer, vielen Dank, dass du mich wieder dabei hast. Genau, also Richtwert Capital ist eine Firma, die ich vor 7 Jahren gegründet habe. Ist eine inhabergeführte Vermögensverwaltung, ist von mir geführt, hier in der Schweiz, mit Fokus auf Privatkunden, vor allem Unternehmern, die hart für ihr Geld gearbeitet haben und jetzt mal eine vernünftige Anlage, langfristige Anlage in Unternehmen suchen. Das ist das, was Richtwert anbietet. Das, was Richtwert unterscheidet von den anderen ist, sind eigentlich 3 Faktoren. Ich habe Richtwert gegründet, weil ich gesehen habe, dass im Investmentmanagement immer weniger wie ein Eigentümer gedacht wird, der tatsächlich Teilhaber dieser Firmen ist, sondern die Sachen mehr wie Tickersymbole und mehr kurzfristig betrachtet werden. Das wollte ich wieder in den Vordergrund stellen und das ist die einzige Art und Weise, wie ich bei Richtwert investiere. Das heißt, ich stelle mir vor, ich würde ein ganzes Unternehmen kaufen, auch wenn ich nur vielleicht 2 Aktien der Firma kaufe. Das ist mal das eine. Das zweite ist, ich wollte sicherstellen, dass es keine Interessenkonflikte gibt, dass meine Kunden wissen, dass ich im selben Boot sitze. Und so bin ich eigentlich mit meinem gesamten Vermögen bei Richtwert auch als Kunde investiert, sodass meine Kunden und ich dasselbe Portfolio haben, wir zusammen feiern und hoffentlich selten zusammen weinen. Und das dritte ist, ich wollte es ausschließlich erfolgsorientiert machen. Das heißt, ich sage, für durchschnittliche Performance hat Richtwert nichts verdient. Es gibt eine Performance-Hürde von 6% pro Jahr. Nur nach Erreichen dieser Performance-Hürde wird Richtwert am Erfolg beteiligt und darunter gibt es die Performance gratis. Dann vielen Dank für deine kurze Vorstellung. Lass uns jetzt mit Meta beginnen. Was macht Meta eigentlich? Bevor ich auf Meta als Unternehmen eingehe, möchte ich transparenzhalber erwähnen, dass wir bei Richtwert bei Meta investiert sind. Ja, Meta ist mittlerweile ja ein sehr großes Unternehmen geworden, beschäftigt etwas mehr als 70.000 Mitarbeiter und Meta bedient weltweit ca. 3,5 Milliarden Menschen mit den Produkten und Dienstleistungen, die Meta anbietet, und mehr als 200 Millionen Firmen. Das geht manchmal auch unter, wie viele Firmen eigentlich die Plattform der Meta benutzen. Sie haben ja mehrere Plattformen, also die haben die Facebook-App, sie haben Instagram als App, sie haben Messaging-Dienstleistungen wie WhatsApp, was wir hier in Europa sehr, sehr gut kennen, aber in Amerika haben sie Facebook Messenger, das sie verwenden. Sie haben noch viele andere Sachen und unter anderem arbeiten sie auch an Virtual Reality und Augmented Reality Headsets und den Diensten, die dazu gehören. Das ist der gesamte Bereich, wo die Zukunft spielt, Metaverse, wo das Unternehmen hingehen möchte, wo viele Unternehmen hingehen möchten. Und das sind die Services, die Meta anbietet. Wie gesagt, für 3,5 Milliarden Menschen weltweit und mehr als 200 Millionen Firmen. Was machen diese Menschen und diese Firmen mit Metas Dienstleistungen? Sie nutzen die Dienstleistungen, um sich miteinander zu vernetzen, um miteinander zu kommunizieren. Familien und Freunde benutzen die, um miteinander zu sprechen und up-to-date zu bleiben in ihrem Leben, was los ist. Man kann relevante Informationen, Inhalte für sich entdecken, an Veranstaltungen teilnehmen. Natürlich Unterhaltung spielt eine sehr große Rolle bei diesen Dienstleistungen. Man kann natürlich Produkte und Services finden und diese auch dort erwerben. Es gibt Jobsuche, also wenn jemand auf der Stellensuche ist oder sogar Partnersuche, bietet Facebook an. Und das, was vielleicht einige nicht wissen, viele errichten auch auf zum Beispiel auf Facebook Gruppen, wo sie sich für wohltätige Zwecke einsetzen. Ob es jetzt darum geht, Kapital oder Geld einzusammeln, um wohltätige Zwecke zu tun oder Menschen zusammenzubringen, damit man mehr Energie
einsetzen kann für wohltätige Zwecke. Das ist so im Großen und Ganzen, was die Nutzer auf diesen Plattformen machen. Und natürlich, weil die Nutzer dort sind, sind die Firmen natürlich daran interessiert, für sich ihre Produkte und Dienstleistungen dort anzupreisen, meist kostenlos, aber auch mit Werbung. Und was ist das Besondere für ein Unternehmen, bei Facebook zu werben? Warum gehen die Unternehmenskunden dahin? Ja, das eine ist natürlich die Reichweite, die man über die Facebook-, Instagram-Messaging-Plattform hat. Das heißt, man hat auf einem Schlag die Möglichkeit, egal wo man eigentlich auf der Welt unterwegs ist, kann man Interessenten finden. Und das, was Facebook und Instagram und so weiter sehr attraktiv macht, ist, dass man da sehr gut Targeting betreiben kann. Also man kann sehr genau spezifizieren, wen man erreichen möchte, also die Zielgruppen festlegen und dann auch nur an diese Zielgruppen sich wenden. Wobei, wenn man jetzt zum Beispiel Fernsehwerbung machen würde oder Radiowerbung machen würde, dann ist natürlich dieses Targeting, diese Zielgruppenspezifikation viel, viel grober, als man es zum Beispiel über solche Plattformen machen kann. Also das Targeting ist deutlich besser und über das Internet ist es auch möglich zu sehen, was hat denn meine Werbung wirklich für eine Wirkung gehabt? Wie viele Personen haben meine Webseite besucht? Wie viele haben ein Produkt in den Einkaufswagen gelegt und so weiter? Also das Messen des Erfolgs des Marketings ist dort auch durchaus besser möglich als auf anderen Wege. Und das macht es natürlich für viele Unternehmen attraktiv, vor allem für kleinere, also für KMUs, kleinere und mittlere Unternehmen, die vielleicht nicht die Riesenbudgets haben und ihr Budget, sage ich mal, breiter streuen können, sondern darauf angewiesen sind, dass sie wirklich gezielt vorgehen. In welchem Markt bewegt sich denn Meta eigentlich? Also wie groß ist der Markt, in dem Meta agiert? Also es sind natürlich sehr viele Märkte, wo ein Unternehmen wie Meta unterwegs ist. Wenn man es jetzt mal aus der Sicht der werbenden Unternehmen und Organisationen betrachtet, ist es der Marketingmarkt, also der Markt für die Marketingausgaben eines Unternehmens und von Organisationen. Von der Größe her, also das letzte Jahr 2021, haben Firmen circa weltweit 750 Milliarden Dollar für Werbung ausgegeben. Aber Marketing ist noch breiter als Werbung. Das heißt, zum Marketing gehört unter anderem auch die Marktforschung, PR-Arbeiten gehören dazu, Sponsoring gehört dazu, Customer Relationship Management, das sind alles Sachen, die unter Marketing zusammengefasst werden und nicht nur Werbung alleine. Das heißt, wenn man Marketing als Markt betrachtet, dann ist es sogar deutlich größer als die 750 Milliarden. Was gefällt dir an dem Unternehmen? Ja, das eine ist halt, wenn ich aus Nutzersicht die Plattform anschaue, denke ich, ja, es ist eine Plattform, gibt den Menschen eine Stimme. Das heißt, sie können ihre Meinungen, ihre Überzeugungen mit anderen da über diese Plattform teilen. Sie können kommunizieren und sich austauschen. Und das ist halt etwas, wenn ich jetzt zum Beispiel meine eine Meinung habe und ich rufe jetzt einen Fernsehsender an oder eine Zeitung an und ich sage, ich möchte meine Meinung kundgeben, dann sagen die, ist schön und gut, aber wir haben dafür keinen Platz, ja, oder nicht die Ressourcen oder wir fokussieren uns auf andere Sachen. Das heißt, es ist wirklich ein effektiver Kanal, um mit der Welt in Austausch zu gehen. Und das für jede einzelne Person, für Gruppen von Menschen, aber auch für Organisationen und Unternehmen, ihren Standpunkt bekannt zu machen. Das andere, was ich auch gesagt habe, gerade für KMUs, die natürlich gerne für sich eine Bekanntheit generieren möchten und ihre Produkte verkaufen möchten, sind die Meta-Plattformen auch sehr nützlich. Zum Beispiel hat eine Studie gezeigt, dass mehr als 50% der KMUs, die auf der Facebook- und Instagram-Plattformen sind, dass die gesagt haben, durch die Möglichkeiten, die Facebook und Instagram ihnen geben, konnten sie wachsen und Personen einstellen. Das heißt, es ist tatsächlich etwas, und wenn man darüber nachdenkt, dass es mehr als 200 Millionen Firmen weltweit sind, ist das durchaus etwas, was eigentlich das Bruttosozialprodukt von gewissen Ländern bewegen kann und vielen Ländern bewegen kann. Also daher vom Nutzen her finde ich das Unternehmen sehr attraktiv, was es für Nutzen stiftet. Und dann aus Investorsicht ist natürlich sehr interessant. Sie haben natürlich mit 3,5 Milliarden Menschen eine enorme Basis, wo man mit dieser Basis was anstellen kann. Ne? Dienstleistungen anbieten kann, Werbung verkaufen kann, Produkte verkaufen kann. Das ist natürlich eine sehr gute Ausgangsbasis. Ein weiterer Wettbewerbsvorteil sind die Netzwerkeffekte. Also wenn viele auf einer Plattform sind und Inhalte dort teilen, dann ist die Plattform natürlich attraktiv, weil viele Inhalte da sind und bei diesen vielen Inhalten setzen sich natürlich die besten Inhalte durch.
Also da gibt es ja Konkurrenz auch unter den Inhalten. Und so wird die Plattform attraktiv. Und wenn die Plattform attraktiv wird, dann wollen natürlich Firmen dorthin und weitere Nutzer wollen da auch hin, weil das ist die attraktive Plattform. Und so wie ein Schneeballeffekt kann das Ganze wie ein Netzwerk sich immer ausweiten. Das ist auch ein Vorteil. Zudem kommen dann Skalenvorteile, wenn ein Unternehmen diese Größe erreicht hat. Facebook und Instagram sind ja auch oft in der Kritik von den Medien, dass gewisse Sachen halt von der regulatorischen Sicht besser kontrolliert werden müssen, gewisse Inhalte dort nicht drauf erscheinen sollen und so weiter, um diese zu kontrollieren. Und wenn man diese Skaleneffekte hat, diese Größe hat, dann hat man auch die Möglichkeit zu investieren und, sage ich mal, die Inhalte zu verbessern und Sachen, die halt nicht drauf gehören, zu entfernen. Das geht halt mit diesem Skalenvorteil. Geschäftlich ist auch noch sehr interessant, dass die Inhalte, die auf den Plattformen sind, meist für Meta als Unternehmen gratis sind. Also wir stellen die Inhalte gratis zur Verfügung, Unternehmen zahlen sogar für die Werbung. Von daher ist, sage ich mal, die Produktion außer des zur Verfügung stellen des Netzwerkes, der Dienstleistung, sind die Inhalte dann für Meta gratis. Und auch aus Sicht der Nachhaltigkeit finde ich das Unternehmen sehr interessant, weil die Welt wird immer digitaler und die Firma hilft natürlich, zum einen Chancengleichheit zu schaffen. Das heißt, man kann arbeiten von wo man möchte mit solchen Plattformen. Da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Auch die zum Beispiel zur Arbeit fahren und so weiter, wenn das zum Beispiel mit dem Metaverse klappt, woran Meta arbeitet, da kann man natürlich auch viel Transportwege zur Arbeit und wieder nach Hause sparen. Und dadurch halt auch was für die Umwelt schaffen. Würdest du, abgesehen von den Trends, die du gerade schon genannt hast, sagen, noch Trends finden, wo du sagst, dass die Meta noch weiter unterstützen, also das Wachstum des Unternehmens weiter fördern? Ja, das ist eigentlich das, die Digitalisierung der Welt. Ich glaube, die ist unaufhaltsam. Die wird immer weitergehen. Das ist etwas, das natürlich Firmen wie Meta in die Hände spielt, weil sie die Digitalisierung mit vorantreiben. Das ist mal das eine, und das andere ist, die Welt wird immer schnelllebiger, wir haben immer weniger Zeit. Und was rar ist, ist unsere Zeit und unsere Aufmerksamkeit. Und wenn eine Firma schafft, unsere Aufmerksamkeit zu verdienen, dann ist das natürlich auch ein Trend, der sehr erfolgswirksam ist für die Firma. Was hältst du denn vom Management? Es gibt ja über Facebook viele Stories, es gibt den Film, es gibt verschiedene Bücher, wo Mark Zuckerberg ja manchmal nicht sehr gut wegkommt. Was ist deine Erfahrung mit dem Management? Sprich Zuckerberg, Sheryl Sandberg, was sind so die führenden Köpfe da und welche Rolle spielen sie im Unternehmen? Also ich habe da eine sehr gegensätzliche Meinung zum vielleicht allgemein herrschenden Meinung gegenüber Facebook-Management. Ich finde das Management sehr, sehr gut. Mark Zuckerberg hat die Firma gegründet, da war er gerade 20 Jahre alt. Er ist mittlerweile 37 Jahre alt, aber auch erst 37 Jahre alt. Ich habe auch selber mal ein Unternehmen gegründet, natürlich in einer ganz anderen Liga als Meta. Und ich weiß halt, wenn man eine Firma gründet, gerade in den ersten Jahren, da bewegt sich so viel, da muss man so vieles anpassen und machen und ist so vieles am Ausprobieren. Die Gesetzgebung ist in vielen Bereichen, gerade wenn man in einem innovativen Bereich ist, noch gar nicht so weit. Das heißt, man weiß gar nicht, wonach man sich richten darf oder muss. Aber man muss ja trotzdem vorangehen, weil die Konkurrenz schläft nicht. Das heißt, man muss auch gewisse Risiken nehmen und sagen, okay, da gibt es jetzt noch keine Gesetze. Wir machen das Beste daraus, wie wir denken, wie wir vorgehen sollten. Und natürlich macht man auch als junges Unternehmen viele Fehler. Wenn man sich jetzt vorstellt, mehrere Milliarden Menschen sind auf der Plattform, die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas schief läuft, ist 100%. Da läuft eigentlich jeden Tag etwas schief und man kann da versuchen, Sachen vorauszusehen. Man kann natürlich nicht alles voraussehen und wird auch überrascht. Und dann ist halt die Frage, wie schnell kann man reagieren? Ich schätze das Management, weil sie wirklich langfristig orientiert sind, weil Mark Zuckerberg selber 13% des Unternehmens gehört. Er hat die Kontrolle über die Firma und kann das Schiff lenken. Und sie haben sich als manövrierfähig erwiesen, waren sehr schnell bei Sachen und haben reagiert. Natürlich wünscht man sich das von außen immer noch schneller, ja. Aber man muss natürlich auch wissen, dass das halt eine riesengroße Plattform ist und weltweit agierend mit mehr als 200 Sprachen. Das ist halt nicht so einfach, wie sich manche das vorstellen. Und auf Mark Zuckerberg sind wir eingegangen. Du hattest Sheryl Sandberg erwähnt. Ja, sie leitet eigentlich die kommerziellen Sachen. Also wenn es da um gerade
das Schalten von Werbung und die Werbeplattformen geht, das verantwortet sie. Dann ist da ein Studienkollege von Mark Zuckerberg, der Andrew Bosworth, der den Newsfeed von Facebook gemacht hatte und jetzt eigentlich die Meta-Plattform betreut, der zu den ersten Mitarbeitern von Facebook auch gehört und schon sehr lange da ist. Den schätze ich übrigens auch sehr. Und dann ist noch Chris Cox da, der das Produktmanagement verwaltet, der bisher eigentlich auch immer einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat. Zusammengefasst würde ich sagen, ja, ein junges, dynamisches Team, das das Beste versucht, daraus zu machen und auch langfristig orientiert ist. Es gab ja vor circa einer Woche ein einschneidendes Erlebnis. Die Aktie ist nach den Zahlen fürs vierte Quartal 2021 an einem Tag um 25% gefallen. Es war laut Bloomberg der höchste Wertverlust eines Unternehmens, den es jemals gab. Was war da passiert aus deiner Sicht? Facebook hat eigentlich zwei Sachen gesagt, die dazu geführt haben. Das eine war die Wachstumsprognose für die erste Jahreshälfte von 2022. Die fiel relativ niedrig aus im Vergleich zu der historischen Leistung der Firma. Und das hat mehrere Gründe. Das eine ist, sie sind natürlich im Vorjahr sehr stark gewachsen. Da hat natürlich Covid auch mit einer Rolle gespielt. Viele Leute waren halt zu Hause und konnten nicht rausgehen oder wollten nicht rausgehen und haben natürlich mehr die Dienstleistung von Facebook und Meta verwendet. Das heißt, man kommt eigentlich schon von einem Riesensprung letzten Jahres und das sorgt dafür halt, dass das Wachstum dieses Jahr nicht ganz so groß ist. Zudem hat das Wettbewerbsverhalten, also die Konkurrenten haben zugenommen. Bisher war eigentlich für den Werbemarkt Google und Meta waren die führenden, mit weitem, weitem Abstand die führenden Plattformen für Werbung. Jetzt sind natürlich noch andere hinzugekommen. TikTok zum Beispiel, was Sie erwähnt haben, dass die auch sehr schnell gewachsen sind und einen ernsten Konkurrenten darstellen. Und das Dritte ist, wir merken es vielleicht selber, mehr und mehr Video konsumiert wird anstelle von Artikeln oder Bildern. Und in diesem, vor allem dieses Kurzvideoformat, also Videos, die weniger als 20 Sekunden lang sind, dass die sehr stark nachgefragt werden von Benutzern. Und das ist ein Bereich, wo Facebook aufholt, aus meiner Sicht erfolgreich aufholt, aber ist ein Bereich, der halt noch nicht so kommerzialisiert ist. Also es dauert eine Weile, bis die Werbemöglichkeiten, Plattformen dafür auch existieren, bis die Unternehmen das mal ausprobiert haben und wissen, wie sie jetzt zum Beispiel mit Videos werben sollen und nicht mehr nur mit Bannern oder Text. Das braucht so seine Zeit, aber das Konsumentenverhalten passiert vorher und das Werbeverhalten kommt hinterher. Und all diese drei Faktoren, die ich erwähnt habe, sorgen dafür, dass das Wachstum da an der Stelle geringer ausfällt. Da gibt es natürlich noch andere Faktoren. Apple hat aus Privacy-Überlegungen dafür gesorgt, dass sehr viele Leute nicht mehr das Tracking erlauben. Oder nicht sehr viele, aber viele Leute, die vorher nicht wussten, dass sie halt zum Beispiel auf ihrem Mobiltelefon von einem App zu einem anderen App, dass manche Firmen sehen können, welche Apps sie verwenden. Sie bekommen jetzt ein Pop-up und können sagen, ob sie das noch möchten oder nicht. Und das sorgt dafür, dass Facebook auf der einen Seite weniger gut die Kundensegmente, die Zielgruppen definieren kann für Werber und auf der anderen Seite auch weniger gut messen kann, wie erfolgreich die Werbung war. Und das ist natürlich etwas, was den Return on Investment für Werbende beeinträchtigt und das hat auch dazu geführt. Und ich glaube, diese Sachen zusammen mit dieser Prognose, Facebook hat auch übrigens ca. 1 Million an User, also die Facebook-App, nicht die Firma insgesamt, aber die App, hat ca. 1 Million User verloren. Und das waren so alles zusammengenommen doch etwas viel für die Marktteilnehmer, für die Investoren und die haben dann Facebook abgestraft. In dem einen oder anderen Research-Papier von letzter Woche konnte man lesen, dass der Markt so ein bisschen die Befürchtung hat, dass Facebook das zweite Yahoo werden könnte. Also dass man, damals war ja der Shift vom PC zum mobilen Endgeräten, den hat der Yahoo nicht geschafft und jetzt sagt man, okay, Facebook bzw. Meta schafft es nicht, von Newsfeeds auf Kurzzeitvideos umzuschalten. Glaubst du das? Nein, ich denke nicht. Also zum einen hat die Firma, wenn man sich die Erfolgshistorie anschaut, bewiesen, dass sie eigentlich diese Wandel recht gut hinkriegt. Also zum Beispiel das, was Yahoo nicht geschafft hat, hat Facebook schon geschafft. Also den Wechsel von Desktop zu mobilen Endgeräten hat Facebook sehr, sehr gut geschafft. Heute sind natürlich die weitaus größten Einnahmen über mobile Endgeräte und nicht mehr über Desktops. Das ist mal der eine Beweis und auch der Wandel von Newsfeed zu Stories war ja auch eine große Welle.
wo auch Facebook das nicht erfunden hat und nicht vorne dran war, aber sehr gut aufgeholt hat und das gemacht hat. Und ich glaube, die Skaleneffekte, die Facebook hat, also zusammengenommen mit der Bereitschaft des Managements, sage ich mal, kurzfristig zu leiden, um langfristig Erfolg zu haben, diese Weitsichtigkeit, das hat bisher zum Erfolg geführt. Und ich glaube, das sind natürlich auch Erfolgsfaktoren, die für die Zukunft zählen. Das ist mal das eine. Und das zweite ist, wenn ich mir die Fakten anschaue, also Facebook hat mit Reels ja einen Konkurrenten im Kurzvideoformat gestartet auf Instagram und das kommt jetzt auch auf Facebook, konkurriert also zum Beispiel mit einem TikTok, das dann in dem Bereich führend ist. Und ich muss sagen, das haben sie gut gemacht. Das Reels-Angebot hat sehr viele Inhalte, der Algorithmus funktioniert gut, also der Vorschlagalgorithmus funktioniert auch sehr gut, die Inhalte sind da, die Masse ist da und die Werbung wird auch folgen. Also da habe ich keine Zweifel, dass sie da mit aufschließen können. Werden sie da der Marktführer werden, wie sie es in anderen Bereichen geworden sind, müssen wir schauen. TikTok ist natürlich ein sehr starker Konkurrent, der bereits sehr groß ist und auch noch schnell wächst. Aber die Firma hat gesagt, und das sehe ich auch am Reels-Verhalten, dass das sehr schnell aufholt. Das große Zukunftsprojekt für Facebook, für die alte Bezeichnung sozusagen, ist ja Meta. Die Meta-Plattform, in die sich das Unternehmen ja dann letztes Jahr auch umbenannt hat. Was macht die Wachstumsperspektive von Meta aus deiner Sicht? Ja, also was eigentlich spannend ist, ist, wie sich das Internet entwickelt. Also das Internet hat angefangen ja als ein Research-Gerüst von Universitäten, wo sie miteinander wissenschaftliche Artikel ausgetauscht haben. Irgendwann kam das World Wide Web mit den ersten Browsern, wo man eigentlich hauptsächlich basierend auf Text navigiert hat. Und als die Internetgeschwindigkeiten besser wurden, dann wurde Text ergänzt durch Bild und Bild wurde dann ergänzt durch Video. Und ich denke, die nächste Welle, die wir sehen werden, ist, dass wir nicht nur einfach auf das Internet draufschauen, sondern dass wir die Möglichkeit haben, im Internet selber zu partizipieren. Entweder indem wir unser eigenes Bild sehen oder unsere Kollegen sehen können und neben ihnen zusammensitzen können oder mit ihnen zusammenarbeiten können oder mit ihnen zusammen Sport treiben können oder mit ihnen gemeinsam lernen können oder ob das jetzt unsere Avatare sind. Also wir werden entweder uns selbst sehen und sie selbst sehen oder ihre Avatare, das heißt, sage ich mal, Männchen von ihnen sehen können, das einigermaßen unsere Gefühle und Ansichten rüberbringen kann, so wie wir sie da selber rüberbringen. Und es wird natürlich ein sehr viel reichhaltigeres Internet sein. Also man muss sich zum Beispiel vorstellen, man möchte eine Autoprobe fahren. Ja, und heutzutage muss man natürlich, wenn man eine Autoprobe fahren will, einen Termin vereinbaren, hingehen. Die müssen Zeit haben, man muss sich ins Auto setzen können, das Autoprobe fahren. Aber man kann natürlich in so etwas wie einem Metaverse mit Virtual Reality schon sehr nah an die Realität herankommen und das Autoprobe fahren, ohne auch nur sein Wohnzimmer zu verlassen. Und das kann man sich natürlich mit jeglichen Produkten, das kann man sich im Klassenraum vorstellen, wo jetzt die Lehrerin oder der Lehrer jetzt mal das Sonnensystem zeigen möchte und so weiter. Es wird wesentlich reichhaltiger sein und da wird die Zukunft schon spielen. Das ist die Zukunft des Internets und da investiert die Firma sehr stark, um dort auch eine führende Rolle zu haben. Hat Meta gesagt, wie viel sie da rein investieren wollen in den nächsten Jahren? Also sie haben gesagt und auch gezeigt, dass sie mehr als 10 Milliarden investiert haben letztes Jahr, 2021, und ich nehme an, das wird zunehmen. Sie werden da an der Stelle weiter investieren, weil sie wissen, dass eigentlich, wenn man jetzt von sozialer Kommunikation ausgeht, dann je natürlicher diese soziale Kommunikation, je näher sie an die Realität herankommt, desto mehr spielen die sozialen Aspekte eine Rolle. Und dementsprechend ist es der Firma umso wichtiger, damit eine führende Rolle aufzubauen. Was glaubst du, in welchem Zeitraum sich diese Meta-Plattform aufbauen wird? Also wann werden wir die ersten Möglichkeiten haben, damit zu interagieren? Gibt es da irgendwie einen Zeitrahmen? Ja, also es wird natürlich etappenweise erfolgen. 2014 hat sie die Firma Oculus gekauft und ja, es ist jetzt schon sieben, acht Jahre her. Und seitdem arbeitet die Firma schon daran. Und die Oculus-Plattform, die existiert ja, die zum Beispiel die Oculus-App, die zu dem Virtual Reality-Headset gehört, mit dem man zum Beispiel verschiedene Spiele oder Fitness-Sachen ausprobieren kann oder sich einen Arbeitsplatz einrichten kann in der virtuellen Welt, die war am Weihnachtstag in den USA die meist heruntergeladene App auf dem Apple Store. Von daher
wir sind schon da angekommen, dass solche Sachen benutzt werden. Aber es wird natürlich etappenweise sein. Also momentan kann man gewisse Sachen machen mit Oculus, mit dem Virtual Reality Headset. Facebook hat zum Beispiel jetzt auch schon eine Brille herausgebracht für Augmented Reality, die natürlich noch limitiert ist, stark limitiert ist, was Augmented Reality anbelangt. Aber die ersten Anfänge sehen wir. Die haben auch eine digitale Welt geschaffen, wo man sich treffen kann, wo man sich ein digitales Wohnzimmer einrichten kann oder eine digitale Bar mit Musik und so, um sich zu unterhalten. Solche Sachen existieren. Die sind jetzt in den USA und Kanada schon freigeschaltet. Ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das auch bei uns in Europa und in Asien angekommen ist. Ist momentan jetzt zum Beispiel nur für Virtual Reality Headsets gedacht. Aber ich denke, in Kürze wird das auch möglich sein, wie dem Computer, also wie ein Laptop oder wie mobile Endgeräte in diese Welten einzutauchen, auch wenn die jetzt vielleicht nicht so fotorealistisch sind wie ein Virtual Reality Headset. Was denkst du, welche technischen Voraussetzungen man dafür braucht? Also ist 5G eine Voraussetzung dafür oder reicht das alte 4G noch? Ja, ich glaube, je nach Endgerät, was man verwendet, kann man schon vieles mit 4G machen, aber natürlich mit 5G werden auch Dämme gebrochen, wo ganz neue Anwendungen möglich sind. Gerade weil bei 5G auch die Latenzzeiten sehr niedrig sind, werden dann ganz neue Anwendungen auf den Markt kommen, die momentan einfach gar nicht machbar sind. Also ich denke, die Technologieentwicklung spielt da dem Metaverse in die Hände. Das geht Hand in Hand und wir werden reichhaltigere Sachen sehen im Metaverse. Dann lass uns doch mal auf die Wettbewerbssituation des Unternehmens generell eingehen. Du hattest schon TikTok erwähnt als starken Mitbewerber. Wie dynamisch ist der Markt gerade? Welche Mitbewerber gibt es noch und wie setzt sich oder versucht sich Meta davon abzusetzen? Ja, die Wettbewerber sind vielfältig. Also ich denke mal, Unternehmen, die irgendwas mit Medien zu tun haben und unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen können, sind alle Wettbewerber. Also es müssen nicht nur soziale Medien sein. Klassische Medien sind Wettbewerber, soziale Medien natürlich auch. Die Streaming-Anbieter, also die Netflix der Welt, Disney Plus, Apple TV und all diese Sachen. Wir haben halt als Mensch nur 24 Stunden und können uns aussuchen, wie wir diese 24 Stunden verbringen. Das heißt, alles, was da unsere Aufmerksamkeit genießt. An der Stelle sind Konkurrenten YouTube, TikTok, Streaming-Anbieter, aber auch Game-Anbieter. Also Spiele werden ja auch immer realistischer und attraktiver. Und viele Menschen spielen auch mehrere Stunden am Tag. Und das ist natürlich auch ein Konkurrent da an der Stelle. Wenn man es jetzt enger schaut auf Social Media, dann ist da natürlich LinkedIn für geschäftliche Personen, für Unternehmen, um sich zu vernetzen. Snap ist da, Twitter, all diese Sachen sind da. Auf der Kommunikationsseite, wo sie WhatsApp und Facebook haben, da gibt es natürlich auch Konkurrenten mit Telegram, Signal, jetzt Discord und so weiter. Und im Metaverse-Bereich, also der neue Bereich, der geht, da ist ja auch Microsoft ein führender Anbieter. Ich glaube, Apple ist auch da an der Stelle nicht zu unterschätzen. Apple ist natürlich, wenn es darum geht, Software, Hardware und Dienstleistungen zu koppeln, gibt es eigentlich kein Unternehmen, das so gut aufgestellt ist wie Apple. Facebook ist wahrscheinlich so in zweiter oder dritter Stelle, was das anbelangt. Apple hat jetzt bisher im Bereich Metaverse relativ wenig von sich bekannt gegeben, aber das muss nichts heißen. Die sind da eher still unterwegs, bis sie wirklich etwas haben, was sie auf den Markt bringen. Was sind so aus deiner Sicht die entscheidenden Wettbewerbsfaktoren? Ich habe gelesen, dass Meta das drittgrößte Investitionsbudget im S&P hat, nach Apple und nach Google. Das ist schon mal ein Wort, weit, weit vor Twitter beispielsweise. Was würdest du denn aus deiner Sicht als die entscheidenden Wettbewerbsfaktoren nennen? Ja, also ich versuche da möglichst so High-Level drauf zu schauen, von 10 Kilometer Entfernung mal drauf zu schauen und zu sagen, okay, was sind wirklich die Kernsachen? Ich glaube, wenn man Wettbewerb im Umfeld des Marketings anschaut, also Marketingausgaben, dann ist es natürlich die Aufmerksamkeit von Konsumenten. Wer kann die Aufmerksamkeit der Kunden verdienen und an sich binden? Das ist mal das. Und auf der anderen Seite, wer kann den Unternehmen helfen, diese Aufmerksamkeit, die man aggregiert hat, die man gesammelt hat, effektiv zu erreichen, die passenden Kunden zu erreichen? Und wer beiden Seiten das Leben erleichtern kann, attraktiv gestalten kann, der wird die Nase vorne haben. Das ist eigentlich relativ einfach, ne? Das vom Werbeverhalten auf der einen Seite. Wenn es um Kommunikation geht, dann denke ich gerade im Metaverse-Bereich, das wird halt
attraktiv, wenn ein Unternehmen das schafft, das möglichst natürlich zu gestalten. Also je weniger künstlich das ist, je natürlicher das wirkt. Wenn ich hier zum Beispiel an einen Zoom-Call denke und denke, okay, nach irgendwie einer Stunde bin ich da sehr ermüdet. Wenn ein Unternehmen das schafft, diese virtuellen Welten so zu gestalten, dass sie wirklich attraktiv sind, dass sie natürlich daherkommen, dass man sich gegenseitig spüren kann, der wird dann natürlich die Nase vorne haben. Jetzt haben wir ja viel über die Vor- und Nachteile von Meta aktuell gesprochen. Vielleicht können wir das nochmal kurz zusammenfassen. Was würdest du denn sagen, was sind aus deiner Sicht die drei größten Pro-Argumente für das Unternehmen und die drei größten Argumente gegen ein Investment in das Unternehmen? Auf der Pro-Seite sehe ich das, was eigentlich auch bisher zum Erfolg des Unternehmens geführt hat, das ist einfach die enorme Basis, von der die Firma ausgehen kann. Von den Nutzern, die die Dienste nutzen, geknüpft mit den Messaging-Angeboten, also WhatsApp und Facebook Messenger, die die Firma hat, die dann natürlich auch einen Kommunikationskanal darstellen. Das ist natürlich eine sehr gute Ausgangsbasis, wenn es darum geht, sage ich mal, die nächste Art vom Internet, das Metaverse, zu erfinden und dort eine Schlüsselrolle zu spielen. Des Weiteren denke ich, dass eine Firma wie Meta noch ein sehr weites Feld hat, wo sie wachsen können. Also sei es jetzt, um die Produkte besser zu kommerzialisieren, zum Beispiel, dass man besser die Produkte finden kann, die auf diesen Plattformen angegeben werden und sie besser kaufen kann. Da gibt es einfach fast unendlich will ich nicht sagen, aber es gibt einfach sehr viel noch Luft nach oben, um dort mehr zu machen. Das ist mal das. Und das Dritte, würde ich sagen, ist tatsächlich das Management-Team. Also Mark Zuckerberg und das Management-Team, die sind noch jung, die verstehen die technologischen Wellen, die da anstehen, die sind auch fähig, diese zu machen. Sie haben ein sehr starkes Team um sich herum und sie sind langfristig orientiert, haben ihr eigenes Kapital sehr stark in Facebook investiert und haben da ein sehr großes Interesse. Also vom Unternehmen her, wenn es diese drei Faktoren, die ich hervorheben würde, und dann ist natürlich die Aktie sehr attraktiv bewertet. Jetzt, was ist selber angesprochen, 25% an einem Tag runtergegangen, die Aktie. Das macht es natürlich auch attraktiv, dass der Preis jetzt tiefer ist. Was spricht gegen ein Investment in Meta? Ja gut, die enorme Basis ist auf der einen Seite ein Vorteil, auf der anderen Seite erreichen sie schon fast jeden auf der Welt. Da ist jetzt nicht mehr viel Nutzerwachstum möglich an der Stelle. Das heißt, man muss gucken, wie macht man aus dieser Basis mehr, weil man nicht mehr stark neue Personen erreichen kann. Die Wettbewerbssituation hat zugenommen. Das ist jetzt nicht mehr nur noch Google und Facebook, da sind noch andere, die, sage ich mal, auch gewisse Skaleneffekte erreicht haben und sehr groß geworden sind. So dass man ist nicht mehr alternativlos, konkurrenzlos wie vorher. Und was natürlich auch da ist, du hast es auch angesprochen, da ist auch natürlich viel Kritik an Facebook aufgrund von Sachen, die entweder Fehler waren und die Firma irgendwann korrigiert hat oder einfach auch, weil die Wahrnehmung vielleicht teilweise eine ist, die nicht richtig ist, aber wie auch immer, ein starkes Misstrauen gegenüber der Firma existiert. Das kann natürlich auch die Tendenzen aufhalten oder etwas abbremsen. Das muss man auch im Auge behalten. Und ich denke, die Firma, aufgrund der Größe, die sie erreicht hat, wird auch nicht mehr sehr große Firmen aufkaufen können an der Stelle. Das heißt, rein von der Gesetzgebung her, von der Wettbewerbssituation, werden die Regulatoren nicht erlauben, dass die Firma groß andere Firmen aufkauft. Das heißt, wenn man da irgendwie eine Technologiewelle verpasst oder so, kann man da nicht durch einen Zukauf von Unternehmen das wieder gut machen. Das wird schwieriger. Wenn das Unternehmen jetzt Zahlen bringt, auf welche Werte achtest du da gerade? Bevor ich auf die Zahlen schaue, gucke ich eigentlich auf das Produkt und auf die Dienstleistung. Das heißt, was mich vor allem interessiert, ist, schaffen sie, so wie ich erwarte, weiterhin den Wandel zu den Kurzvideos? Können sie da weiterhin aufschließen, zum Beispiel gegenüber einem TikTok? Dann werde ich schauen, wie die Kommerzialisierung weiter vorangeht. Also wenn jetzt zum Beispiel auf den sozialen Medien Inhalte angezeigt werden, kann man die auch einfach kaufen? Ist es für die Unternehmen einfach, ihr Angebot auf Facebook oder Instagram oder ins Metaverse zu bringen und dort zu verkaufen? Wie setzen sie Messaging ein, um natürlich ihre Wettbewerbsvorteile besser zu nutzen, also den Kommunikationskanal zwischen Unternehmen und Privatpersonen? Wie setzen sie das ein? Sie investieren sehr stark im Bereich künstliche Intelligenz. Einmal, um die Inhalte zu kontrollieren, aber auch, um sie relevanter zu machen. Das wird sehr wichtig sein. Welche Fortschritte machen Sie weiterhin im Metaverse, also auf der Hardware-Seite?
Verstehen der Realität, meiner Umgebung und so weiter. Das sind alles Sachen, die da eine große Rolle spielen. Da werde ich drauf achten. Das sieht man dann halt auch an den Produkten und das wird sich dann in den Zahlen widerspiegeln. Und die Zahlen, auf die ich achte, ist, was sagen die Werbenden, wie der Return on Investment aussieht, wenn sie dort Werbung machen auf Facebook oder auf Instagram oder im Metaverse Werbung machen. Wie attraktiv ist es für die da? Können sie die Nutzerzahlen erhalten? Also sie sind ja schon sehr gewachsen und jetzt so groß, können nicht mehr so groß wachsen, aber können sie die Nutzer halten? Und wie viel Umsatz machten sie pro User, pro Jahr oder pro Quartal oder pro Monat? Das sind so die Zahlen, auf die ich achten werde. Bahram, meine letzte Frage heute zu Meta. Wie würdest du denn die langfristige Investmentthese zusammenfassen? Ich denke, die Welt wird immer digitaler, unsere Zeit wird immer knapper, unsere Aufmerksamkeit wird immer knapper. Wer es schafft, die digitale Welt für uns zugänglich zu machen und möglichst realitätsnah zu machen, dass wir viele Aktivitäten in der digitalen Welt erledigen können und machen können, der wird unsere Aufmerksamkeit genießen. Und wer es dann schafft, diese Aufmerksamkeit zu bündeln und effektiv zusammenzubringen mit dem Angebot, das Unternehmen haben, die Produkte und die Dienstleistungen, die Unternehmen an den Markt bringen wollen, wer dieses Matchmaking hinkriegt, der wird ganz klar die Nase vorne haben und sehr viel Erfolg haben. Bahram, wir haben tolle Einblicke in das Unternehmen Meta bekommen. Wir haben jetzt einen guten Eindruck, wie die Zukunft aussehen könnte. Ich danke dir sehr und freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, abonniert auch gern unseren Kanal. Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte beachtet die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss auf unserer Webseite www.lynxbroker.de.